Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Lost Place Abenteuer hier irgendwo im Nirgendwo. Mitten in Luxemburg steht diese Villa Arabia. Und diese Villa habe ich vor rund 2 Jahren schon mal besucht. Und da war die Villa in einem deutlich besseren Zustand als heute. Wie das heute aussieht, naja, das gucken wir uns wie immer gemeinsam an. Also los geht's. So. Jetzt könnt ihr mal sehen, was sich hier in dieser Bude alles getan hat. Hier sieht nicht mehr so aus, wie es früher mal ausgesehen hat. Mein letzter Besuch ist ungefähr 2 Jahre her. Und wir gehen hier mal zügig durch. Ich habe nicht so das gute Gefühl. Aber dass ihr einfach mal sehen könnt, was aus der Villa Arabia passiert ist. Ist halt schon traurig zu sehen. Ja, dass man ein bisschen mehr Licht, aber dass es hier jetzt so aussieht, wie es aussieht, das ist schon traurig und erschütternd zugleich. Hier liegt wirklich alles rum. Ich meine, bei dem ersten Video war es auch nicht mehr der Knaller. Aber die Sauna, die gibt es noch, die ist noch. Die ist in der Tat noch im guten Zustand. Und der Pool ist auch noch da. Ja, und draußen hängen Schilder, dass das Gebäude wohl renoviert werden soll. Und Informationen, die habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und wundere mich daher eigentlich, gut, warum wird das wirklich nicht mal konkretisiert und auch wirklich renoviert. Aber nein. Es verfällt alles. Es verfällt einfach alles. Und wird zerstört. Ist ja jetzt hier kein natürlicher Verfall. Aber es wird einfach, ja, zerstört. Und das ist das Schlimme an der Geschichte. Dieses schwarz-rosane Badezimmer. Ich bin einfach nur mutwillig zerstört. Das ist das Traurige. Wir können ja von hier aus mal gucken. Ja. Wir werden gleich noch mal eine Runde nach oben gehen. Schwarze. Ja, so sieht es ja aus. So, in der Tat. Ja, so verschiedene Ansätze der Renovierung sind auch zu sehen. Aber ich weiß nicht vom Gefühl her, ob das überhaupt noch einen Sinn hat, die ganze Bude hier zu renovieren. Ob das einen Sinn macht. Ich meine, man hat schon. Man hat schon echt eine grandiose Aussicht auf die Mosel. Ich meine, das Gebäude liegt hier auch echt schön, aber das ist alles Schimmel, ne? Das ist alles schwarzer Schimmel und ist auch nicht gut für die Lunge. Deshalb werden wir uns hier auch nicht so wirklich lange aufhalten. Es dient einfach zur Demonstration. Dass ihr mal sehen könnt, ja, was das heißt, so eine eigentlich schöne, interessante Location rumzugeben und die dann von jedermann betreten wird und dann zerstört wird. Ja, und fast ganz oben, ja, sieht es auch nicht wirklich viel besser aus. Das hat viel kaputt gemacht und ja. Ich würde auch sagen, viel durcheinander gebracht worden. Tja. Ist eigentlich schon traurig, wie man hier mit so privatem Eigentum umgeht. Ich meine, das, was ich jetzt hier mache, bei euch zusammen, ist ja theoretisch auch nicht legal. Aber
Ich weiß mich zu benehmen. Ich weiß sehr wohl, das ist mein Badezimmer. Ich weiß sehr wohl, hier nichts kaputt zu machen oder irgendwie mitzunehmen. Oder unten zum Beispiel, das gucken wir uns gleich auch nochmal an, dieser goldene Kronleuchter, der ist zum Beispiel weg. Die goldene Uhr ist weg. Hier sind so viele Sachen weggekommen, wo ich mir auch so die Frage stelle, gut, auf der einen Seite, wenn du das nicht mitnimmst, nimmt das hier jemand anderes mit. Aber das ist eine falsche Grundeinstellung, ja, um Lost Place zu machen. Und es sind ja nicht die Urbexer, die das mitnehmen, sondern, tja, das Gegenteil von den Leuten, die sowas nicht erkunden wollen, sondern die einfach Profite rausschlagen wollen, um in so einer Location, ja, das große Mord loszumachen. Nur ein altes Badezimmer. Es ist urig hier. Es ist einfach. Die ganze Bude ist ja einfach urig. Das nochmal. Das andere Badezimmer, wo das Fenster offen ist. Es sind wirklich viele Möglichkeiten, um hier reinzukommen. Und da werden wir gleich auch mal hochgehen. Ist auf den Turm. Hier reinzukommen ist nicht schwierig. Aber es war das zweite und letzte Mal, dass ich hier war. Ja, und ganz hier oben auf dem Turm angekommen. Naja, ist vieles nicht mehr so, wie es mal aussah. Wie das ganze Gebäude im Endeffekt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass hier, ja, dieses Bett mal aufgebaut war. Und es war hier echt schön. Aber jetzt, wie Sie sehen, sehen Sie eine Hand voller Verwüstung. Ein schönes Zimmer hier gewesen, ein schönes Schlafzimmer. So, oder eine Spielecke. Ja. Naja, gut, dann gehen wir mal runter und gucken uns mal das Erdgeschoss an, denn das ist in meinen Augen immer noch das Interessante und Spektakuläre. So, angekommen im Erdgeschoss. Gleiches Spiel wie oben. Ja, eine große Verwüstung. Und ich mache mich immer wieder lustig. Aber die Franzosen zum Beispiel, was sie für Klos haben, diese Plumpsklos, ist ja gar nicht meins. Aber so leben die halt hier. Ja, schätzen, Frankreich. 20 Kilometer von hier. Viel weiter ist das gar nicht. Naja, irgendwie irgendwo auch noch immer ein bisschen dieser französische Stil, der hier doch seine Runde macht. Und ja, Gott sei Dank ist dieser große Spiel noch ganz. Hier kann man mich zum Beispiel mal sehen. Schon krass. Ja, ein schöner, wirklich sehr, sehr atemberaubende und schöne Location. Und hier ist dieser berühmt-berüchtigte Tisch, wo Putin dran gesessen hat. Dieser lange Tisch. Nein, nicht so ganz. Ganz so schlimm war es nicht. Es ist halt alles ein bisschen anders. Wurde ja auch viel umgestellt, um Fotos zu machen. Das ist ja auch gar nicht, in meinen Augen gar nicht das Problem. Aber dann noch hier. Hier. Das Problem ist ja gar nicht darin, dass man das umstellt oder so. Aber einfach diese Zerstörungswut. Mal, ob wir gleich noch rauskommen. Das ist auch eins der wirklich schönsten Zimmer. Das liebe ich. In diesem großen Kamin. Und hier, wo ich jetzt stehe, ich mache gerade mal einen Schwenk, stand eine große Standuhr. Die ist auch weg. Da. Die ist auch weg. Verrückt, aber ist so. Hier nochmal ein Krankenbett. Hier riecht es auch echt nach Krankenhaus. Tja.
sehr, sehr verrückt. Aber sagt ja, hier ist mein Einblick, wie es jetzt hier aktuell aussieht. Ob sich das wirklich lohnt, hinzufahren, ist eine andere Frage. Aber bevor das Video endet, versuchen wir mal, ob wir auf die Terrasse kommen. Dass wir mal gucken können. Wahrscheinlich schwierig, aber ich mach mal eben. Mach mal eben ein bisschen Platz. Auf die Terrasse. Und dann könnt ihr mal sehen, welche Aussicht hier ist. Ist das nicht schön? Ja. Und das ist quasi die Villa von außen. Schon schön. Und wenn man hier rüber schwingt, ja, dieser doch schöne, interessante Garten. Schon schön, ja. So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein mit diesem kleinen, aber feinen Lostbiss-Abenteuer. In der Villa Arabia, hier irgendwo in Luxemburg. So, für euch ist es jetzt Zeit, wieder abzuschalten und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Lost Place. In dem Sinne sage ich mal, ciao und tschüss.